Herzlich willkommen zurück. Hier ist euer Bombi von den Weaklingen. Ich bin mal wieder dabei, eine weitere Episode Doom zu spielen, wie ihr vielleicht seht. Und ich bin immer noch in der Mission Meltdown. Aber ich denke, ich bin jetzt dann fertig mit der Mission. Aber ich habe es mal wieder nicht geschafft, alle Bereiche zu entdecken. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Hier war ein riesiger Kampf mit zwei Hellwichsern. Entschuldigung für diese Ach, hier war ich anscheinend. Also, ich mache das fertig. Auf jeden Fall gehe ich jetzt weiter. Und die Mission ist zu Ende. Was für eine Überraschung. Ist hier vielleicht noch ein Secret? Ah, da ist sie ja. Olivia. Authorization. Olivia Pierce. Alpha 4. 0. 2. Was zur Hölle macht sie? She is trying to tear open the portal between our world and theirs. Uh-oh. Ist sie irgendwie besessen oder so? Warum sollte man das freiwillig tun wollen? You could not have saved them anyway. Oh Mann. Darf ich jetzt wieder was machen? The system won't allow anyone but Olivia to override it now. We will have to shut down the Argent Tower manually from the surface. Na super. Von der Oberfläche? Sag mal, wie schnell kann die eigentlich laufen? Okay. Hier ist das Level vorbei. Also, es gibt immer noch einiges zu erforschen. Das gibt's doch nicht. Da unten ist auch noch was, wo ich nicht war. Das gibt's einfach nicht. Und hier ist eine. Ihr habt es in der letzten Episode gesehen. Ich hab geschaut. Es gibt keinen Weg darüber. Irgendwas? Hätte ich vielleicht was in die Luft jagen müssen? Ich weiß es nicht. Soll ich etwa nochmal zurückgehen? Ich will euch das eigentlich nicht antun. Nee, komm, wir gehen jetzt ins nächste Level. Wenigstens habe ich eine Challenge completed. 3 von 6. Mir fehlt ein Weapon Upgrade, habe ich nicht gefunden. Ah. Geht besser. Aber es war jetzt schon okay. So, Argent Facility. She wants to bring about the end of this world. Ja, okay, also sie will halt, sie will halt, dass die Hölle ausbricht. Anfang vom Ende. Klingt ja schon mal vielversprechend. Olivia is using the tower to drill a doorway into their world. You can prevent her from opening the gate by disabling the tower induction filters. Danke, Mr. Hayden. Munition? Nehme ich immer. Untethered cross-dimensional activity is a frequent occurrence.
outside of the base, so it is recommended that workers buddy up when journeying onto the Martian surface. Okay. Es geht wohl an die Oberfläche. Hieß es ja auch schon am Ende der letzten Mission. Ja, das ist wieder ein Airlock. Offene Flächen. Dann nehme ich doch lieber die Assault Rifle. Puh. Es scheint hier wieder sehr viel zum Erforschen zu geben. Boah, die Assault Rifle geht bis dahinter. Das ist eine krasse Reichweite. Okay. Ein Gastank. Nicht verkehrt. Kann ich nicht hochklettern, warum auch immer. Wie viel... Ah, ich hab 3, okay. Hier geht's nicht weiter. Okay, da sind unsichtbare Wände. Die wollen also nicht, dass man da weitergeht. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Oh, ich wusste, dass da was ist. Hatte es im Gespür. Das ist gut, ich hatte keine Rüstung mehr. Rennt ein Imp rum. Spiel wird aber nicht pausiert. Ah, es wird nur geslowdowned. Okay, das muss ich mir merken. Ich kann hier was rumrennen. Jump. Bin ich nicht rangekommen. Zur Hölle ist das? Rune Trial. Shotgun 10 Sekunden, Bonus plus 2 pro Kill, plus 4 Sekunden Glory Kill. Vakuum. Increase the range that you can absorb dropped items. Ja, mach ich doch mal, oder? Hey, immer wieder mal was Neues. Das ist also jetzt eine Challenge. Erinnert mich hier an Devil May Cry, da gab es ja auch diese Challenges, die man finden konnte in der Welt, in den Missionen. Schon cool. Alright. 15 in 10 Sekunden und ich bekomme Sekunden zurück. Geben sich Mühe wegzurennen. Ich hab's geschafft. Nice. Ich nehme dieses Upgrade gerne. Vor allem die Challenges, die machen ja auch noch Spaß.
gift from beyond. Dieses Mal seht ihr die Einblendungen von Steam. Weil ich kann, warum auch immer, kein Game Capture bei Doom machen, sondern muss Monitor Capture machen. Rune Slot, okay. Also nehme ich an, jetzt kann ich jetzt gerade nur eine einzige. Na gut, dann nehme ich die doch. Ich habe eh nur die. Ja gut. 6 Weapon Upgrade Points. Ja, dann nehme ich noch mal die letzte für die Shotgun. Cluster Strike. Getting a direct hit with an explosive shot will spawn cluster bombs that deal additional damage. Mastery Challenge. Okay. Awesome! Ich habe auch noch einen anderen Upgrade-Punkt. Da kann ich noch nichts upgraden. Naja. Weiß nicht, will ich das? Will ich die Pistole hochleveln? Ist auch irgendwie verschwendete Punkte, dann gehe ich doch lieber mal hier hin. Ja, dann komm. Dann nehme ich doch jetzt das noch. Vakuum. War was? Blutspuren. Oh! Da wurde, glaube ich, irgendwas beschworen. Oh Gott, da fange ich gleich zum Stottern an, ey. Eine neue Waffe? Rocket Launcher. Nice. Jetzt habe ich den auch ausprobiert. Er ist nicht tot. Bam! Du brauchst keinen Kiefer. Hä, wo ist er? Oh oh. Weg hier. The glory is mine. Das war echt ein bisschen unfair. Checkpoint. Wie hätte ich dem denn ausweichen sollen? Armor. Aber ich komme jetzt langsam echt schon ziemlich gut zurecht. Also
Die Lernkurve, die ist da. Man tut sich am Anfang schwer, aber es geht jetzt. Oh, wo fliegst du hin? Du hast mein Weapon Upgrade. Er fliegt da unten rein. Oh, was geht eigentlich da vorne ab? Wie kriegen die sich gegenseitig? Kann das sein? Ja, dann lasse ich die mal noch und check mal ab, was hier ist. Munition. Rocket Launcher. Brauche ich die rote Keycard? Mal schauen, ob euer Bombi mal noch ein paar Secrets finden kann. Und euer Bombi kann Secrets finden. Wenn ich das verlernen würde, bräuchte ich das Game nicht spielen. Ich glaube, wenn man sich nicht umsieht, also wenn man es gar nicht macht, ich glaube, dann sind irgendwann die Gegner einfach zu stark, weil man selber... Ich wette, da unten geht's weiter. Ich will da dieses... das Höllending zumachen. Nix da. Ach, warum lange zögern? Volle Munition, Plasma Rifle. Let's do this! Ich muss sagen, die Plasma Rifle gefällt mir sehr gut. For Glory! Checkpoint reached. Weapon Upgrade Point. Es lohnt sich eigentlich immer. Was ist hier los? Oh, noch ein. Also es lohnt sich echt, in jede Ecke zu schauen. Schau, wäre ich jetzt hier nicht gebacktrackt. Bei dem Weg, wo ich wüsste, oh, da muss, hätte ich eh nicht weitergehen müssen. Hinten ist noch ein Höllentor. Hätte ich jetzt noch einen Upgrade-Punkt verpasst. So, da geht's rein und weiter. Da unten hin. Unten war das Weapon Upgrade Ding, was rumgeflogen ist. Okay. Der Monster. Wo?
Wie ist wo? Und da geht's auch rein. Wo zur Hölle muss ich hin? Aber ich gehe jetzt erstmal den Upgrade hinterher. Ich stehe wirklich auf Weapon-Upgrades. Das ist hier reingeflogen. Ah. Hallo? So, ich habe gesagt, die Plasma-Rival gefällt mir gut. Lock-on-Burst. Okay. Ja, was nehme ich denn? So viel Auswahl. Mikroraketen, naja, ich habe schon einen Explosive Shot. Stun Bomb. Ich will jetzt nicht verbrennen. Muss nicht sein. Full life, full armor. So muss das sein. Gut, dass ich da unten rein bin, da geht's nicht weiter. Trotzdem weiß ich nicht, wo ich hingehen muss. Ich gehe jetzt da hinten rein. Da nach einem kleinen Raum aus, von der Karte her. Die Peanut-Gegner lohnt es sich gar nicht, Munition zu verschwenden. Ach so. Okay, das war's zum Einsammeln. Dann schaue ich doch hier rein. Temporarily disabling the tower. You need to remove each lens individually. Carefully release the hinges. Carefully. Energy contamination detected. Destroying the production of Argent energy isn't necessary. In der Doom Marine. Marine, Doom Marine. Ich kann nichts anderes. Ich muss zerstören. Ich würde es wundern, wenn jetzt keine Gegner kommen. Oh. Manchmal ist es zu offensichtlich. Man da rein kann? Naja, da ist noch ein Hellgate. Habe ich vorhin ja sogar gesehen. Gönnen wir uns das mal, oder? Würde ich sagen. Nimm das! Oh.
Checkpoint. Nun gut, von hier bin ich gekommen. Ich spanne euch weiter auf die Folter, ihr wisst doch, wie es läuft. Hier ist jetzt Schluss. Schaltet wieder ein. Wenn euch gefällt, was ihr seht, like and subscribe. Schöne Grüße von eurem Bombi. Bis zum nächsten Mal.